Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in Thüringen. Aktuell verkaufe ich gerade ein bisschen Mist an der BGH. Dann werden wir noch eine Fuhre herfahren. Und dann schauen wir, dass die Kälber umgestaltet werden. Einen großen Stall. Für, ja, also topieren wir gleich auf, ne? Also männlich und weiblich. Dann müsst ihr mal schauen, ob wir das weibliche Tiere nach links reinstellen, also umbauen. Also, obwohl das nicht ganz so wichtig ist, weil wir keine nicht brauchen. Ne? Aber die brauchen hier fast 2 Jahre, bis sie auf Milch gehen. Ne? Und die Zeit müssen wir sich auch geben. So, dann fahren wir hier mal ran und runter. Und wenn wir es schaffen, dann können wir das Förderband ein bisschen nach vorne ziehen. Das werden wir mal kurz einsteigen, und dann machen wir das. Wir sind ein bisschen so gestalten, dass das auch funktioniert, ne? Und das Förderband ist ja ein bisschen flexibel, Anführungszeichen, ne? Das ist ja ausziehbar und hoch und runter und ja, so funktioniert das. Wird nicht voll werden, aber gut, Laufe des Tages sicherlich. Hänge mal ab, das kann er ja so den Ball voll machen und wir werden beigehend die Kälber umstellen. Da ist die Kälber hier raus und hier bleiben nur die Milchkühe. Beziehungsweise die Kühe, die in den Kälber kriegen könnten. Ne? Also die jungen Tiere, die noch vor 1-2 Jahren noch wachsen dürfen, ne? Werden wir hier nicht lassen. So, das heißt, die müssen wir hier vorfahren. Müssen wir die leichten Tiere mit 0,1 Jahre müssen wir verschieben, ne? Also muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich nicht vermische. Denn die unsere fruchtbaren Tiere sollen ja hier bleiben, ne? Beziehungsweise die schon Milch geben. 2,8 Jahre, da wird ja auch, ja, mal sehen, wie lange die Tiere am Leben bleiben, ne? Bis dahin haben wir ja schon neue Nachwuchs, ne? Und brauchen das nicht mehr kaufen. Da haben wir ja die kosten auch schon 524, ne? Also aus nichts könnte man Geld verdienen, ne? Ah, das sind wir nicht, die nicht. Ein bisschen gucken, da wir nicht so viel. Da bin ich hier. Dann müssen wir nachher mal sehen, ob wir die Männchen rauskriegen, ne? Die männlichen Tiere. Oh, hier sind viele. Die Männchen sind nicht die Masse, aber sind ein paar bei. Andere große Kälber. Aber gut, das ist halt so, ne? Also. Aber dann sehen wir nichts mehr, ne? Vielleicht wird mal eines Tages dazu kommen, dass es auch entsprechend so ist. Dass man die Tiere an der Größe erkennen kann, wie alt sie sind. Und dann können wir immer noch mal später mal, ne? Dazu eintakten. Hier mal ein bisschen bearbeiten. Ohne ein bisschen ungünstig noch. Ein bisschen zu kantig. Hier geht schon. Wir müssen mal sehen, dass wir einmal müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu bei 1 geht's und tagüber bei 30 wäre es gefährlich, ne? Also Geschwindigkeit 30 soll keiner machen. Die Tiere, sie sterben an vielen Transport, ne? Also man muss sich so vorstellen. Das ist ja für die Tiere Stress, oder? Auch wenn es keine Kälber wären, ne? Also einer ist fertig, oh, das ist gut, aber ich muss mal sehen, damit man die Kälber hier rausbekommen, ne? Auf die Weide.
Dann jetzt an Futter und Wasser kommen. Nicht am Misthaufen rein. Ne? Das ist nicht so gut. Man bringt halt nichts. Wir hätten noch vorwärts fahren können, ne? Geht unsere Gabel im Weg, ne? Ah, das geht schon, okay. Das schieben wir erstmal. Die männlichen Tiere holen wir später mal raus. Oder machen wir gleich. So, jetzt Weibchen, Weibchen. Sind eigentlich mehr Weibchen, ne? Also. Eigentlich wollte ich die männlichen Tiere da lassen, ne? Wir machen mal immer den anderen fertig. Na, mal gucken, ob der Stall was braucht. Spezielles. Feuertechnisch. Nö, hat noch genug. Wasser wird knapp. Wasserpumpe. Wasserpumpe. Wasser wird nicht knapp. Pumpe macht immer einen Ausgleich, aber. Gut. Dann machen wir mal den anderen fertig hier. Unseren Grasmähdings da hier. Einsteigen. So. Jetzt geht das los. Wir haben jetzt gemacht auf rechts. Jetzt machen wir links. Und entlassen und ersten Wegpunkt einstellen. Müsste er nach vorne fahren und von vorne anfangen, und zwar komplett die gleiche Strecke, nur halt die Spur, die jetzt noch nicht gemäht ist. Hast ja auch wieder schmutzig gemacht, ne? Aber gut. Gras ist feucht. Das kennt man daran, wenn das Gras trocken ist, ist es heller. Also ist kein Heu, aber es ist dann halt schon trockener. Wenn man Heu machen will, ist es dann ganz gut zum Vorteil, wenn es dann trockener ist, dann geht es schneller. Aber wenn man Silagebahn machen möchte, ist es besser. Das sieht aus wie jetzt, dass es dann noch recht feucht ist, dann ist es nicht ganz so dramatisch. Ich schaue nur ganz kurz, ob er es richtig macht, und dann geht er los mit männliche Tiere aussortieren. Oder ich nehme die Weibchen raus und das männlichen da. Im Grunde ist egal, ich muss ja sowieso später die Kühe da rausnehmen und dann wieder zurückbringen zum Kuhstall, ne? Zum, da wo die Milch gibt, ausholen kann. Muss halt ganz sicher noch warten, ne? oder anderthalb Jahre sogar, bis die soweit sind. Bis die in der fruchtbar sind. Ne? Und sobald die fruchtbar sind, gehen die zurück. Meine Kämme, meine Filter sind nicht so ideal. Also okay. Vielleicht wird es dunkel, muss man sehen. So, Zeit. 08. Müsste die Bahn vorne wieder anfangen, ne? Sonst hätte ich zwei Krone haben müssen, das wäre bitten teuer, also. Unsinnig, ne? Hier ist ein bisschen merkwürdig, obwohl. Das verstehe ich nicht ganz, weil er im Prinzip nur einen Teil davon macht, ne? Ob es macht der innen drin richtig so. Das doch vielleicht erstmal ausmachen müssen. Ja, mal kurz gucken hier. Ja, hat es verschoben, ne? Weil er im Prinzip jetzt das mäht, was im Prinzip noch teilweise schon, was er schon gemäht hat, ne? Gut, können wir nicht ändern. Hauptsache zieht alles durch, so. Suchen wir mal, ne? Ja, jetzt wollte ich hier. Die männlichen Tiere raussuchen. Weil die sind ja nun mal. Habe ich hier manchmal auf. Dann kommen hier die männlichen rein. So. C. Und
Tiermenü. Also männliche Tiere kann man erkennen durch M, ne? Logisch. Euter ist ein bisschen irreführend. So, wir haben nämlich bestimmt einige bei. Eins. Verschieben. So. Kann sein, dass mal eine oder andere durchflutscht. Aber, denn die werden mich ein bisschen älter und die gehen gleich zum Schlachthof, ne? Heißt in 1,8 Jahren ungefähr. Weibchen, Weibchen. Männlich. So haben wir ein bisschen mehr Überblick über unseren Tierbestand. Diese Weibchen haben das gut. Denn die wollen ja im Prinzip Milchkühe haben, ne? Und irgendwann verkaufen wir auch unsere Bullen, ne? Also dauert mindestens 1 bis 2 Jahre. Ne? Also Rinder wachsen langsamer wie Milchkühe. Ich habe hier so einen Mod gesehen mit einem Weidezaun, ob man sich dann eine Weide machen kann. Ist eine Überlegung wert, ne? Bauen nur einen großen Viehanhänger, ne? 200 Tiere aufladen und wegfahren ist nicht ganz so ohne, ne? So. Siehst du, da haben wir unsere männlichen Bullen, ne? Kommen wir nicht durch, die sind zu robust, ne? Also hier machen wir zu, hier auch gleich Wasser, gut, da haben wir genug Wasser, hier haben wir auch Gras, ne? Das ist auch ganz gut, für eine Zucht. Für die Aufwachsende reicht immer, weil auch Futter müsste reichen. Also gehen wir kurz rein im Menü. Dann wollen wir genau sehen. So, wir haben Futter, wir haben Heu, wir haben Gras, wir haben alles. Wasser auch. Und wir haben eine Sauberkeit, müsste noch kommen. So, und die anderen haben auch alles. Nur Stroh, weil Stroh geht hier nicht. Also, die fressen auch im Stall, aber gut, das macht ja nichts. Ne? Das ist ja rein optisch gesehen. Ne? So, mal gucken, wir haben noch ein paar mehr Tiere. So, umstellen, ne? Wir haben mindestens ein paar, 3, 4 plus. Aber ein Lenkrad, ne? Das ist ein Bremer. Können wir auch gerade sitzen. Ja, das ist eine böse Kante, das werden wir gleich mal machen. Wir haben ein bisschen Geld. Das werden wir gleich mal ein bisschen erledigen. Das ist nämlich ganz schön unangenehm, wo hier da oben war es. Die geht dann steil bergauf und die haben eine böse Kante. So. Dazu gehen wir auf Schaufel. Modellieren, ne? Jetzt machen wir Hilfsfenster an, dass wir ein bisschen was sehen können. Anheben, absenken, angleichen. Gleich mit an. Ein bisschen. Sollte ein bisschen angenehmer zu fahren sein, ne? Darum geht's ja. Das ist schön, dass es geht. Denn sonst platzieren alleine reicht ja nicht. Wenn das Gelände uneben ist, muss ich ja irgendwie hinkommen. Ne? Mal schauen, ob wir Kälber hier noch kriegen. Hier. Ein paar Jüngchen hier. So, Tiermenü. So, schauen wir.
Weil wenn wir nämlich hier die Kälber rausnehmen, dann müssen wir nicht so viel füttern, ne? Weibchen, das passt. Dann nämlich, sobald sich die Anzahl erhöht, muss auch mehr versorgt werden, ne? So, die müssen wir gleich wegfahren. Denn sonst könnten die nach einer gewissen Zeit sterben. Haut sich jeder hinter den Ohren schreiben. Tiertransporte sollte man nach Möglichkeit bei Geschwindigkeit 1 machen. Dann ist das Risiko gering. Auf 5 wird es auch noch funktionieren, aber bedenklich. Also bei langen Fahrten, ne? Große Karten. 16-fach zum Beispiel, da werde ich schon, angenehm gefahren, ne? Ich würde sagen, okay, da geht ein Risiko mal rein, ne? Und bei kleiner Entfernung, ja, okay, aber man muss ja kein Risiko eingehen, ne? Also ich habe die Erfahrung schon gemacht, da die da geformt sind, ne? So, liebe Schauer, das soll's für heute gewesen sein, die heutige Folge. Dann sagt mal tschüss und winke, winke. Ciao, ciao. Vielleicht sehen wir uns wieder zur nächsten Folge, wenn es weitergeht. Hier in Thüringen. Tschüss und danke fürs Reinschauen.